Hallo, hier ist Thorsten von mobilux.com. Bei mir ist der Herr Feistel von der Blau Mobilfunk GmbH. Blau hat heute hier in Hamburg einen neuen Tarif vorgestellt, mit dem man kostengünstig roamen kann, und zwar für 9 Cent mit einer Prepaid-Karte. Was steckt dahinter, Herr Feistel? Ein ganz einfaches Preismodell. Es ist nicht nur ein Roaming-Tarif, sondern es geht einmal um für Gespräche aus dem EU-Ausland nach Deutschland und auch von Deutschland in die europäischen Länder. Dazu kommt noch die SMS. Und zusätzlich zu den Ländern der Europäischen Union kommt noch die Schweiz. Das Ganze alles für einen Einheitspreis für 9 Cent die Minute oder per SMS. Sie sagen aber gerade Telefonie und SMS. Daten sind also außen vor derzeit? Erst einmal ist das Angebot auf das Thema Sprache, weil Sprache nun mal die Applikation ist, die zu 100% genutzt wird. Und letztendlich auch dazu nutzt, dass wir dort Wachstum nochmal wieder generieren. Bei dem Thema Daten ist es im Augenblick nicht möglich. Warum? Weil erst einmal noch hohe Investitionen in die Datennetze getätigt werden müssen und sie können nicht etwas von den Preisen her schon so günstig einkaufen, dass sie da schon einen attraktiven Preis oder noch attraktiven Preis ansetzen können. Dieser Roaming-Preis von 9 Cent gilt, wenn ich aus Deutschland dorthin jemanden anrufe mit einer deutschen SIM-Karte oder wenn ich aus dem Ausland in Deutschland anrufe. Ist es immer die 9 Cent? Ja, also es ist völlig egal, ob Sie jetzt, sag ich mal, von Hamburg nach Düsseldorf telefonieren, das kostet 9 Cent, oder ob Sie jetzt von Hamburg nach Rom telefonieren, das kostet immer 9 Cent. Wichtig ist dabei, sowohl das Inlandsgespräch als auch das Auslandsgespräch, es ist unwichtig, ob Sie in das Festnetz oder zum Mobilfunk des Unternehmens. Weil letztendlich kein Mensch weiß eigentlich oder kann erkennen, was eigentlich jetzt eine spanische Festnetznummer oder eine spanische Mobilfunknummer ist. Hier gab es bisher auch große Preisunterschiede. Im günstigsten Fall sind Sie da bei 41 Cent in Deutschland, im schlechtesten Fall zahlen Sie 1,50. Also ist schon ganz relevant. Sie wissen es eigentlich nicht und sind einmal überrascht, einmal zahlen Sie 19, einmal 1,50. Das Problem ist, Sie können es einfach von den Nummern her nicht erkennen. Das ist mal das eine Angebot, das heißt sehr günstig aus Deutschland heraus in das europäische Ausland. Und jetzt etwas, was völlig neu ist, also das heißt, die Blaue Mobilfunk hebt das Roaming so gesehen auf, weil das Verhalten war ja so, ich mache mir keine Sorgen, wenn ich in Deutschland bin und telefoniere. Witzigerweise, sobald ich an die Grenze komme, verändere ich mein Verhalten rapide. Das heißt dann, voilà, es ist teuer, ja, es ist kompliziert, ich weiß gar nicht ganz genau, was es kostet. Einstellung ist es teuer. Ich telefoniere nur noch ganz, ganz selten. Ich mache teilweise das Telefon aus, schreibe nur eine SMS. Dieses Verhalten wollen wir verändern, indem wir den gleichen Preis wie im Inland nutzen. Okay, Sie sprachen das eben schon an. Es handelt sich bei dem Tarif um einen reinen Prepaid-Tarif. Wird es das Ganze als Option oder als Add-on auch demnächst für Vertragskunden, sprich Allnet-Kunden, geben? Nein, das wird nur für Prepaid-Kunden geben. Das hat einen wirtschaftlichen Grund. Wenn wir kommen ja jetzt von einem nationalen Angebot, wenn Sie so wollen, zu einem internationalen Angebot, da ist es so, dass Sie sicherstellen müssen, dass das Geld da ist, das heißt, es vorher bezahlt ist. Sie haben da nicht die Möglichkeiten, ich sage jetzt mal, nicht alle Länder zum Beispiel haben oder Menschen, die auch im Ausland leben, haben eine Bankverbindung oder das Lastschriftverfahren. Das ist so gesehen nicht möglich. Daher der Einfachere für alle, für den Kunden und für die Firma ist es so, dass das Ganze auch immer auf einem Prepaid-Modell basiert. Abschließend noch die Frage, die wahrscheinlich alle interessiert. Wird es das Ganze auch für Datennutzung geben zukünftig oder ist das schon vielleicht etwas in der Pipeline? Also in der Pipeline ist erstmal, dass das Datennetz erstmal aufgebaut werden muss. Und diese Investitionen da ja letztendlich getätigt werden. Wenn halt die Kosten klar sind für dieses Datenvolumen oder Datennetzaufbau, auf diesen Zahlen daraufhin kann man dann auch wieder neue Preise kalkulieren. Aber im Augenblick steht eigentlich mehr der Netzausbau und die Kosten dafür im Fokus. Daher, wie gesagt, ist es sehr unwahrscheinlich, dass jetzt kurzfristig da etwas passiert. Danke, Herr Feistel, für das Interview.